Hallo liebe Freunde der Neugier, habt ihr euch auch schon mal über ein paar Emojis auf eurem Handy gewundert und euch gefragt, zum Beispiel, was das hier, das oder das hier überhaupt bedeuten soll? Die Emojis sind nämlich eigentlich international festgelegt im sogenannten Unicode und heute will ich euch mal erklären, was die einzelnen Emojis bedeuten, wo einfach die Bedeutung nicht ganz klar ist. Also, los geht's! Fangen wir mal mit was Leichtem an. Diese Lady hier kennt wahrscheinlich jeder von seinem Handy. Die schlägt allerdings nicht vor Verzweiflung die Hände über dem Kopf zusammen, sondern formt mit ihren Armen ein O, was so viel wie okay bedeutet. Das Gegenstück dazu wäre dann die Dame, die vor ihrer Brust die Arme verschränkt. Das bedeutet so viel wie nicht okay oder auf keinen Fall. Diese Frau hier benutzen viele so zum Abschied, so quasi als wenn sie zum Abschied winkt. Aber die Frau winkt eigentlich nicht, sondern sie meldet sich, weil sie was fragen oder sagen möchte. Für die Japaner scheint das völlig klar zu sein, denn die Emojis kommen ursprünglich aus Japan. Aber für uns in Europa haben wir einfach eine andere Gestik und Mimik, die man einfach auch anders deutet. Dieses Symbol hier bedeutet übrigens nicht Sturm oder dass jemand gefurzt hat, sondern es ist die Staubwolke, die jemand zurücklässt, wenn jemand ganz schnell verschwindet. Man kann da sogar auch noch so Geschwindigkeitsstreifen sehen, die das Ganze vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Diese Dame kennt hier wahrscheinlich jeder. Bitch, please. Aber eigentlich ist es nämlich eine Frau, die am Infoschalter steht und Informationen rausgibt. Oder vielleicht ist es auch eine Frau vom Servicepersonal. Also sowas in der Art bedeutet das eigentlich. Hättet ihr das gewusst? So, jetzt wird es etwas schwieriger. Habt ihr dieses Symbol schon mal benutzt? Also ich nicht. Ich finde, es sieht zwar aus wie eine dampfende Pizza, ist es aber nicht. In Japan macht das Ganze nämlich viel mehr Sinn, denn es ist das Symbol für heiße Quellen. Weiter geht's. Das Symbol hier finde ich auch ziemlich merkwürdig. Wisst ihr, was das sein soll? Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie eine Blume, aber was ist das Weiße? Dieses Zeichen soll ein Namensschild symbolisieren. Aha. Okay, aber wann wird man das jetzt benutzen? Naja, Hauptsache man hat es in der Leiste. Diese vier Symbole habt ihr auch bei euch im Handy und da fragt man sich so, okay, wann genau brauche ich einen AB-Button? Was hier dargestellt werden sollen, sind die Blutgruppen A, B, AB und 0. Ist nur die Frage, wann man mal seine Blutgruppe per Emoji im Chat schreibt. Naja. Und hier noch ein Symbol, das ihr sicherlich nicht kennt. Ein M in einem Kreis. Super Mario oder was? Naja, zugegeben, in Deutschland macht das Symbol nicht so viel Sinn. Franzosen oder Engländer können da vielleicht schon mehr damit anfangen. Es steht nämlich für die Metro, also quasi die U-Bahn. So, ein letztes Zeichen habe ich noch und zwar dieses hier. Nein, das ist nicht das McDonald's-Zeichen und ja, ihr habt das wirklich in eurem Handy, überprüft es mal. Es ist bei den Sonderzeichen ganz hinten. Das Zeichen machen Musiker auf ihrem Notenpapier, wenn der Sänger anfängt zu singen. Also es ist quasi der Einsatz für den Sänger. Jetzt denkt ihr so, ja, aber warum habe ich das in meinem Handy? Und zwar bedeutet das bei den Japanern, dass jetzt etwas endet und dann etwas Neues beginnt. Tja, wer hätte das gedacht? Ich werde es zwar nie benutzen, aber Hauptsache WhatsApp hat es in seinen Emojis. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und natürlich freue ich mich wie immer über einen Daumen nach Hosen. Nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, habe ich die euch mal oben in der Infobubble verlinkt. Also, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, euer Schlaumacher.